Hallo Jungs und Mädels, hier ist der Max und ich habe mich in letzter Zeit öfters mal gefragt, was ist eigentlich aus Rainbow Six Siege geworden? Dem Spiel scheint es gut zu gehen, eine Sache, die ich ehrlich gesagt nicht erwartet hatte nach dem Start. Und nachdem ich selbst keine Ahnung von dem Spiel habe, habe ich mir jemanden mitgebracht, der sich mit dem Game auskennt, und zwar den Peacekeeper. Ja, moin. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Die größte Frage, die sich mir natürlich stellt, ist, wie geht es Rainbow Six Siege? Mittlerweile geht es Rainbow Six Siege echt gut, kann man so sagen. Also Ubisoft hat sich da echt Mühe gegeben, das Spiel zu verbessern. Am Anfang, wie du ja schon gesagt hattest, war das Spiel jetzt nicht so extrem gut, hatte viele Fehler und Bugs, hat es teilweise immer noch, aber die haben sich da echt Mühe gegeben und mittlerweile kann man das schon echt spielen. Also das ist schon echt gut geworden. Okay, da ist natürlich die Preisfrage, was gibt's denn Neues in dem Game, beziehungsweise was hat Ubisoft denn gemacht, um die Spieler zu halten, beziehungsweise vor allem, man sieht's ja in letzter Zeit, es gibt mittlerweile Turniere, das Spiel hat sich anscheinend millionenfach verkauft. Wie kommt das nach so einem, sagen wir mal, recht schwierigen Release? Was gibt's da Neues, was haben sie denn gemacht? Ich glaube, das Wichtigste, was Ubisoft gemacht hat, ist halt auf die Community gehört und geguckt, hey, was stört den Zuschauern, den Spielern, was können wir damit machen? Weil Rainbow ist ja so ein Spiel, das für mich jetzt nicht langweilig wird, weil man hat da 4 Seasons, die gehen dann alle 3 Monate und in den 3 Monaten hast du eine Zeit, quasi immer Rang aufzusteigen bis Diamond. Und wenn du das geschafft hast, geht es halt in der nächsten Season weiter, hast dann Talisman bekommen, dann kommen neue Operator, neue Maps und die auch kostenlos sind. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass die ganzen Updates, in Anführungszeichen DLCs, was man quasi bekommt, kostenlos sind. Also das heißt, das Spiel wird kostenlos erweitert. Gibt's sowas wie Lootboxen? Mal so gefragt nebenbei. Ja, also gibt es, aber da sind jetzt keine Waffen drin, sondern Tarnung, Kopfaufsätze, Uniform und sowas. Was dem Spiel jetzt ändert oder wo man einen Vorteil hat. Also rein kosmetisch. Genau, da gibt's keine spieländerenden Sachen. Okay, das klingt ja an sich gar nicht übel. Gibt es mittlerweile ordentliche Server? Ich kann mich noch daran erinnern, als das Spiel rausgekommen ist, dass es eines der größten Kritikpunkte an Rainbow Six Siege war, dass die Verbindung ein bisschen, sagen wir mal, suboptimal war. Ja, das war echt ein großes Problem von Rainbow damals, dass die ganzen Verbindungen, die Schüsse nicht angekommen sind und so weiter. Ubisoft hat doch deswegen Operation Halt rausgebracht. Normalerweise ist das ja so, dass alle 3 Monate dann neue Operator, neue Map rauskommen, aber da hat Ubisoft gesagt, dass wir da keine neuen Sachen bekommen, sondern dass sie einfach die Zeit benötigen, das Spiel zu verbessern, und in den 3 Monaten gab es halt Änderungen, dass die ganzen Pings und die Hitboxen verbessert werden. Dieses Rubberbagging kennst du ja wahrscheinlich auch von Battlefield, dass man immer so nach hinten geschoben wird, dass es behoben wird und so weiter. Das haben sie echt gut hinbekommen, aber klar gibt es immer noch klein wenig Probleme, aber ich gehe mal davon aus, dass das immer besser sein wird. Okay, du hast jetzt gerade schon sowas wie Operations erwähnt, habe ich das richtig verstanden? Ja, genau. Sind das Add-ons? Nee, das sind halt die ganzen Operator, die Spezialeinheiten, die kommen. Also Rainbow hat ja immer diese Spezialeinheiten, Deutschland ist ja auch mit dabei, Amerika und so weiter, und das sind halt die ganzen Operator, die alle 3 Monate aus den verschiedenen Ländern kommen. Die letzten kamen aus Südkorea. Also sprich, das sind quasi Klassen. Ich kann mich da noch dunkel dran erinnern. Ich habe ja die Beta gespielt, als er rausgekommen ist. Und ein bisschen was ist, habe ich noch im Hinterkopf. Da gibt es Klassen. Der eine hat irgendwie einen Hammer, der andere hat ein Schild. Und ich weiß noch, dass zu Release die Schildklasse relativ OP gewesen ist. Ich weiß nicht, wie das mittlerweile ist. Also sprich, die Klassen, die man in-game spielen kann, werden weiter erweitert. Genau, man hat da immer mehr Operator, sind halt die ganzen Spezialeinheiten, die man spielen kann, die haben halt immer andere Fähigkeiten. Der andere kann sich unsichtbar gegenüber die Drohnen machen, die man Anfang der Runde wirft, um zu gucken, wo denn die ganzen Leute sich versteckt haben, welche Operator benutzen. Oder man kann Kameras hacken oder sowas. Die gibt es halt immer Neuerungen. Okay. Und was meinst du, was jetzt so der ausschlaggebende Punkt ist, beziehungsweise gewesen ist, auch so der Anstoß, dass sich das Game jetzt so lange hält? Weil, ganz ehrlich, für mich sah es am Anfang nicht so aus. Vielleicht. Ja, ich meine, mein Eindruck aus der Beta, muss ich ehrlich sagen, war auch nicht der beste. Aber ich meine, das Spiel ist jetzt schon ein bisschen älter und es scheint sich ja gut zu halten und es scheint sich auch weiterhin gut zu verkaufen. Es scheint auch weiterhin viel gespielt zu werden. Was meinst du, was da der Punkt ist? Warum ist das jetzt so? Ich glaube, da gibt es mehrere Punkte. Erster Punkt ist, glaube ich, dass die ganzen
Zusätze, DLCs, Anführungszeichen, alle kostenlos sind, weil bei den meisten Fällen ist das so, dass man immer Geld bezahlen muss, um die ganzen neuen Sachen zu bekommen, aber hier ist es echt kostenlos. Und bei COD war das immer bei mir so, immer wenn ich den Endrang, den Level erreicht habe, war es langweilig. Da gab es nichts mehr zu freizuschalten, da gab es keine neuen Klassen, keine neuen Waffen oder sowas. Okay. Aber hier startet das Spiel, Anführungszeichen, alle 3 Monate wieder neu. Also da hast du wieder diesen Sturm, ich will wieder ganz nach oben, ich will Diamond sein, neue Map, neue Operator, und da passiert auch immer was anderes, weil die ganzen Maps und so, die kann ja mal alles zerstören. Mal kommt der Gegner von rechts, mal links, mal wird die Decke oben aufgemacht oder sowas. Ja. Also es bleibt im Endeffekt immer spannend. Ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Punkt. Okay, du meinst, obwohl das quasi immer die gleichen Maps sind und es sich ja immer im gleichen Gebäude sozusagen abspielt, je nach Map, ist es trotzdem so dynamisch, dass es nicht langweilig wird. Genau, da im Groben weiß man, aber im Endeffekt passiert es doch wieder anders. Man hat so im Groben mittlerweile so den Einblick und weiß, alles klar, die Gegner kommen meistens von der Seite, aber es kann auch sein, dass sie von woanders kommen oder dass sie die Decke aufmachen oder sowas. Also passiert immer was anderes, was man sich nicht vorgestellt hat. Okay. Darauf fokussiert war. Also du meinst quasi, das hat schon seinen Vorteil, wenn man das Spiel eine Weile gespielt hat, weil man da ordentliche Spielstunden drin hat, so ein gewisses Gespür für entwickelt hat, wie so eine Runde läuft, dass man auch ungefähr weiß, okay, wo kommen die Gegner her, wo sind beliebte Laufwege, aber trotzdem kann man das immer noch so ein bisschen, so kann man immer noch so kleine Kniffe rauskriegen. Ja, auf jeden Fall. Also du hast ja auch keine Map, oben links keine Map, sondern musst wirklich erkunden, wissen, wo was ist. Da haben neuen Spieler echt einen Nachteil, wenn die da reinspielen. Da wissen die erstmal gar nichts von der Map, wissen nicht, wo was ist. Da muss man wirklich durchgehen und erkunden, herausfinden, wo was genau liegt. Okay, wie schätzt du dann, jetzt weil du das gerade sagst, wie schätzt du so die Einsteigerfreundlichkeit von Rainbow Six ein? Weil ich meine, das Game muss ja irgendwas auch haben, nachdem der Start eben nicht so gut gewesen ist, dass jetzt trotzdem die Spieler angefangen haben mit dem Game, dran geblieben sind und weiterhin auch noch einsteigen in das Game. Wie schätzt du das ein? Wie einsteigerfreundlich ist das? Rainbow ist ja zum Beispiel so, dass die Leute, die einen gewissen Rang haben, auch gegen die Spieler spielen, die auch einen gewissen Rang haben, im Optimalfall. Okay. Da gibt es manche Unterschiede, aber da wird es halt nie langweilig, weil die Gegner genauso gut werden, sondern besser werden als du. Und dann ist es nicht mehr langweilig, sondern kannst halt neue Taktiken rausfinden. Und für neue Spieler ist das auch so, dass sie dann quasi auch gegen neue Spieler spielen. Und da ist es dann wahrscheinlich ausgeglichen. Ah, okay. Gibt es, du hast ja schon vorhin angesprochen mit Seasons. Also ich vermute mal, es gibt sowas wie einen Ranking-Modus, oder? Ja, genau, das gibt es. Also quasi ist das so mit Leaderboard und In-Game-Matchmaking, so wie man sich das vorstellt? Oder ist da irgendwie, naja, wie soll ich sagen, ist das so, also taugt das? War ganz blöd gefragt. Ja, also mir macht es auf jeden Fall Spaß und vielen Leuten auch. Das ist jetzt so, dass man hat da 2 Möglichkeiten. Entweder kann man locker spielen, da ist es halt egal, was für einen Rang du hast, da wird es auch nicht bewertet. Das ist halt für einen Abend mal sich entspannt hinsetzen und zocken. Terroristenjagd gibt es auch, das habe ich gar nicht angesprochen, das ist gegen Bots. Und dann gibt es halt nochmal Rang. Das ist dann wirklich competitive, das wurde halt für ein competitive angepasst. Im locker gibt es Maps, die einen Rang nicht gibt. Also die Maps sind doch wirklich ausgeglichen da und dann muss man sich doch echt konzentrieren, um die Leute da zu holen. Und im Ladebildschirm kann man mit seinen Teamkameraden so überlegen, wo gehen wir hin, wer kommt mit mir, gehen wir über Garage, kommen wir vom Dach runter und sowas. Ist das ein Game, was man jetzt hauptsächlich, also ich meine, du hast es ja schon angesprochen, es ist ein Team-Shooter und da kann ich mich in der Beta natürlich auch noch dran erinnern, dass man es im Team gespielt hat, aber wie ist die Rangliste aufgebaut? Also sprich, braucht man ein festes Team, wo man sich anmeldet? Kann man sich nur alleine anmelden oder wie haben sie das gemacht? Du kannst, wenn du willst, auch ganz alleine spielen, locker oder auch Rang. Aber das locker kannst du gerne alleine spielen, das spiele ich auch ab und zu mal alleine. Aber wenn du wirklich Rang spielen willst, würde ich euch oder dir empfehlen dann, oder den Zuschauern je nachdem empfehlen, wirklich im Team zu spielen und halt wirklich 5-Mann-Trupp zu spielen, weil da habt ihr einfach bessere Chancen, die Gegner zu holen, weil alleine kann man sich halt mit den anderen nicht absprechen, ja, nicht sagen, klar. Da ist einer also, oder sowas. Also du meinst so im festen Team? Genau, würde ich immer empfehlen, dass man ein festes Team hat und weiß, wie tickt der andere, welche Operator nimmt er, wo kann man unterstützen, also man weiß genau, was so der eine Teamkameraden macht. Ich denke jetzt vor allem in dem Game wichtig, so was ich davon bisher schon gesehen habe, dass du halt eben auch weißt, was der andere in welchen Situationen macht und ich vermute auch mal, dass es wichtig ist, wenn du sagst, es gibt ja unterschiedliche Klassen und gibt immer wieder neue Operator, dass das auch ein bisschen aufeinander abgestimmt ist, oder? Es gibt bestimmt Kombinationen, die nicht sonderlich gut miteinander funktionieren.
Ja, es gibt Kombinationen, die würde ich nicht empfehlen, aber dennoch gibt es noch andere Sachen, die muss man quasi zusammennehmen, weil anders man keine Chance hat. Okay, Eine zum. Wand aufzubrechen kann man unter Strom legen. Um diesen Strom auszumachen, braucht man Operator. Um die Wand dann wiederum aufzumachen, braucht man anderen Operator. Also, die müssen schon übereinander anstimmen und absprechen, wie machen wir das. Also musst du dir vorher schon überlegen, was du da machst. Genau, muss man schon vorher überlegen, Ah. welche Operator man nimmt, Taktik man Ja. machen will. Ah, klar, gut, dann ist logisch, dass es im. Was spielen wir 5 gegen 5? Genau, 5 gegen 5. Ja, gut, dann leuchtet es auch irgendwie ein, dass man das mit festen Leuten macht. Und wenn man mal ehrlich ist, ich könnte mir vorstellen, dass so ein Game, was halt auch sehr teamlastig ist, auch am meisten Spaß macht, wenn man das eben mit Leuten spielt, die man kennt und wenn man eben merkt, dass man zusammen Erfolge hat und sich zusammen verbessert. Ja, auf jeden Fall. Man merkt halt so die Schritte am Anfang ging es nicht so gut, aber später weiß man halt besser, wie die anderen funktionieren und dann kann man sich auch darauf vorbereiten und so spielen. Oh, Wie gesagt, ja. was mir gerade noch einfällt, ist, auf welchen Plattformen gibt es das Game? Auf der PlayStation, auf der Xbox und auf dem PC, also auf den gängigen. Ich glaube, auf der Wii gibt es. Na, wahrscheinlich nicht. Gut, Wii ist ja Ja. eh tot und auf der Switch wird es das garantiert nicht geben. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass es auf der Switch gibt. Ist das Stimmt. Crossplay? Mit Crossplay meinst du nochmal? Also sprich, dass du mit das PS4 und Xbox zusammenspielen können? Nee, das leider nicht. Aber es gibt trotzdem genug Spieler auf jeder Plattform. Auf jeden Fall, also PlayStation gegen PlayStation, Xbox gegen Xbox, PC gegen PC. Es gibt es. Ich glaube, das wäre auch ein klein wenig unfair, wenn Ja. Laut Maus und Tastatur gegen. Ja, das auf jeden Fall. Also wenn du PC gegen Konsolen spielen lassen würdest schon, aber ich meine PS4 gegen Xbox, das wäre ja noch eine Möglichkeit. Das wäre auf jeden Fall ganz cool, weil unter den Kommentaren gibt es immer, ja, die Konsole ist besser mit Spielern, aber das ist wirklich für Konsole. Aber mittlerweile gibt es auch schon echt viele Spiele. Ich glaube, vor ein paar Monaten hat Ubisoft angegeben, dass man über 25 Millionen Spieler hat. Meinen die damit, oder weißt du das, meinen die damit wirklich Spieler oder meinen die Accounts? Weil meistens wird ja da ein bisschen bei solchen Angaben von den Herstellern ganz gut getrickst. Also ich würde jetzt aus dem Bauch raus sagen, sie meinen wahrscheinlich eher Accounts. Ja, würde ich auch sagen, dass das Accounts sind. Es gibt immer so Clan-Accounts oder so Fun-Accounts. Haben Also die, glaube ich, alle zusammengezählt. ja, und ich weiß es halt von Overwatch, die haben ja, Blizzard hat ja auch gesagt, sie haben irgendwie, ich glaube, 20 oder 25 Millionen, ich glaube 20 Millionen verkaufte Einheiten haben sie vor einer Weile gemeldet. Und nur weil einer sich das Game gekauft hat und sich einen Battle.net-Account gemacht hat, heißt es das nicht, dass er das immer noch 2 Jahre nach Release oder 1,5 Jahre nach Release spielt. Ja. Das ist halt immer so ein bisschen geschönt. Eine Sache würde mich jetzt allerdings noch interessieren, mal angenommen, man hat kein Fünfer-Team. Und würde trotzdem gerne anfangen, Rainbow Six zu spielen. Meinst du, das lohnt sich? Auf jeden Fall. Weil das Spiel, da gibt es auch immer regelmäßig kostenlose Wochenenden, wo man das Spiel antesten kann. Ja. Und das Spiel kostet auch mittlerweile 15 Euro oder so, auch gar nicht mehr so teuer. Und wenn man gelangweilt ist von den klassischen Shootern, was ich zu dem Zeitpunkt mal, dann kann man auch mal gerne testen und gucken, ob es denn für einen passt oder nicht. Okay, das ist auch noch eine interessante Frage. Was hebt denn deiner Ansicht nach Rainbow Six quasi so heraus? Ich meine, du hast ja schon ein paar Alternativen aktuell. Du hast immer noch die üblichen Verdächtigen mit Call of Duty Battlefield. Du hast jetzt, sag mal, so Multiplayer, Team-based. Hast du noch sowas relativ Buntes, heldenbasiertes wie Overwatch und so. Was macht denn deiner Ansicht nach Rainbow Six gerade aus? Was sticht da heraus bei dem Game? Ich glaube, eins, also die Sachen, die ich schon gesagt habe, Cloud noch was noch dazu kommt, ist halt Spaßfaktor und ich sag mal so Adrenalinkick. Wenn du 4 gegen Okay. 4 spielst, du wirst auch nicht wieder gerespawnt. Wenn du einmal tot bist, bist du tot. Und dann Ja. musst du warten, bis das komplette Match zu Ende ist. Dann geht's in die nächste Runde. Und wenn du jetzt alleine bist und gegen 3, 4 Leute kämpfen musst, dann schlägt bei mir mein Herz immer schneller und dann versucht man halt die Leute zu holen. Und auch wenn die Season jetzt zu Ende ist, also nach einem Jahr, gehst halt immer trotzdem weiter. Dann musst du wieder von vorne anfangen, bis ganz nach oben zu kommen. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt, warum ich immer noch beim Spiel hängen geblieben bin. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, Ja. es ist natürlich auch ein geiles Gefühl, wenn du dann in ein krasses Play reißt und alleine noch Ja. drei Gegner oder sowas platt machst. Ja, Ja, auf ja. jeden Fall. Gibt es In-game Voice Chat? Gibt es? Kann man benutzen, aber ich auf der PlayStation mache das jetzt über die Party-App. Okay. Dass man Ja, da. was ist? Gibt's ja mittlerweile seit der PlayStation 4. Ich kann mich noch an Zeiten von der PS3 erinnern, wo das überhaupt nicht funktioniert hat.
Da das haben ja alle ein bisschen neidisch auf die Xbox 360 damals geguckt, so nach dem Motto Party Chat. Ja. Ja, aber es hat PlayStation jetzt gut hingekriegt. Das gibt's auch hier. Da kann man auch ruhig damit spielen. Das ist kein Problem. Okay, also so, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, du spielst das auf der PS4. Genau. Okay. Ja. Also ich muss sagen, ich bin echt überrascht über das Game an sich, dass sich das so gut entwickelt hat. Ich denke, was man daran sieht, ist, dass wenn ein Hersteller wirklich sich ordentlich um seine Games kümmert und drauf hört, was die Leute wollen, kann man auch nach einem ich will nicht sagen verkackten Start, weil das war es ja nicht, aber vielleicht nach einem nicht so ganz nach den Erwartungen verlaufenden Start, kann man auch im Nachhinein noch was reißen. Auf jeden Fall. Und auch geht auch richtig echt stark in die Competitive-Szene, also die ganzen Turniere und so. Finale gab es ja auf der Gamescom und nächstes Jahr haben sie wirklich so ein quasi Arena gebietet, okay, wo es dann wirklich abgeht. Also da wird, glaube ich, in den nächsten Jahren ein kleinen Tick größer werden. Aber mal schauen, wie es sich entwickelt, kann man ja nie so richtig sagen. Ja, ich fände das auf jeden Fall gut, wenn es dann noch einen weiteren großen Titel gibt. Vor allem, nachdem es ja sowas wie Rainbow Six in dieser Form gibt es ja nichts Vergleichbares. Nee, und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Die haben halt in der Szene nicht so möglichen Konkurrenten, was es da gibt. Ja, das kann gut sein. Das kann gut sein. Und ich meine, das einzige Problem, ich hatte mal vor einer Weile, habe ich mir mal ein Turnier angeguckt, ist schon eine ganze Weile her. Ich muss sagen, als Zuschauer, der das Spiel nicht spielt, ist es sehr schwierig durchzublicken, was passiert. Ja, es geht auch manchmal echt schnell voran. Also Zuschauer wissen ja auch gar nicht, wie die Map aufgebaut ist. Du hast kein Map-Layout, sondern hast halt wirklich nur die Map und weißt nicht, was unter der Decke ist, was links, rechts ist. Ja, das finde ich... Das hat's für mich persönlich auch schwierig gemacht, zuzuschauen, weil das ist ja mehrere Ebenen, die Maps. Ich weiß nicht, welche Map das war. Ich beschreibe es mal so als Lagerhaus, keine Ahnung. aber du hattest halt quasi einen Erdgeschoss, du hattest den ersten Stock, ich glaube sogar noch einen zweiten Stock, du hast drei Ebenen gehabt, irgendwie mit einem Treppenhaus und sowas. Und es war halt wirklich schwierig durchzublicken, wo geht jetzt einer ins Haus rein, auf welcher Ebene ist er gerade, wo er sich bewegt. Also das zum Zuschauen war ein bisschen schwierig, aber ich könnte mir vorstellen, dass es wie in anderen Games, wenn man das selbst spielt, sieht es wieder ganz anders aus. Ja, ich glaube auch, dass es darum hängt, dass man das einfach selbst mal gucken soll und spielen sollte, und dann weiß man so im Groben, wo was liegt, und dann fällt es auch immer einfacher. Ja. Okay, dann würde ich sagen, sind wir mit den Punkten eigentlich soweit durch. Abschließend vielleicht noch eine Sache, wobei ich mir die Antwort ehrlich gesagt schon denken kann, ist, würdest du sagen, jetzt einsteigen, ja oder nee? Auf jeden Fall, ja. Gut. Mal gucken, ob ich mir vielleicht auch mal irgendwann nochmal angucke. Wie lange braucht man ungefähr, bis man, sag mal so, bis man nicht alles wegout, aber bis man nicht mal permanent auf den Sack kriegt? Ist immer spielerabhängig, je nachdem, wie gut kommst du damit klar. Wenn man gut im Shooter-Bereich ist, würde ich schon sagen, eher schnell, aber man muss halt die ganzen Map-Kenntnisse. Wenn man Rang spielt, dann ist auch die Zeit verkürzt. Also da gibt es immer einen Unterschied zwischen Locker und Rang. Da hast du mehr Zeit Locker als in Rang. Und dann muss es halt alles schneller gehen. Und ich würde jetzt so sagen, ein, zwei Monate. Okay. Was ich mir schwierig vorstelle, ist, in so einem Game die ganzen Callouts, in welchem Raum einer ist, das zu lernen. Ja. Aber da gibt es immer auch unten einen Kompass. Da steht immer rechts. Ah. In welchem Raum du bist. Ah, das ist gut, das ist gut. Weil ich habe mir gerade gedacht, so viele Räume, die so ähnlich aussehen, da die Callouts zu lernen, da bist du allein schon die zwei Monate beschäftigt für. Ja, nee, ich kenne auch nicht alle Räume. Ich gucke da auch immer manchmal unten rechts rein und dann steht da immer so, du bist gerade so und so. Ist kein Problem. Ja, cool. Dann wissen wir jetzt ja Bescheid, was aus Rainbow Six geworden ist. Wir sehen, dass sich Rainbow Six gut entwickelt hat, auch wenn es am Anfang nicht so ausgesehen hat. Und man dann einfach sieht, wenn sich ein Hersteller um sein Spiel kümmert, dann kann auch aus dem verkackten Start noch was Gutes werden. Und ich sag mal, es war schön, dass du dabei warst. Und ja, schön hier zu sein. Dann machen wir Schluss. Alles macht's klar. Gut. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. So Leute, noch kleines Outro, schaut mal beim Peacekeeper vorbei, er hat jede Menge Rainbow Six Content am Start und eins wollte ich hier noch loswerden, ich habe keine Lust, dass das Ganze wieder ausartet in die ewig gleiche Diskussion, was jetzt besser ist, PlayStation, Xbox oder aber PC. Ich habe auch noch ein Video geplant mit einem relativ großen Rainbow Six PC-YouTuber, das heißt, diese Seite werden wir auch noch beleuchten. Und ich sag mal, das war's, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, jetzt gibt's eigentlich bloß noch eins zu tun und zwar Like, Subscribe, Comment, Donate, Follow me on Twitter, Twitch, Facebook, Instagram, Tumblr, Snapchat, Patreon, Xing, MySpace, StudiVZ, keine Ahnung.
Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.